Warum der Gaspreis jetzt massiv einbrechen könnte, das ist unser Thema in den nächsten Minuten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Hermann Köckemann. Und bevor wir durchstarten, will ich dir den Kanal direkt abonnieren, denn jede Woche erwarten dich hier neue, interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Ja, in den letzten Wochen haben wir irre Preisentwicklung beim Gas gesehen, auch beim Natural Gas. Da ging das auch nicht spurlos dran vorbei. Wir haben totale Exzesse, wenn man so will, gesehen. Es ging immer nur noch weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben. Aber ich habe das schon mal in einem anderen Video erklärt. Es gibt immer drei Arten von Preis. Es gibt einmal die Preisuntertreibung, es gibt die Preisübertreibung und es gibt das sogenannte Fair Value, also den Preis, auf den sich alle verständigen können. Was wir in den letzten Wochen natürlich gesehen haben, das waren massive Preisübertreibung. Also aus charttechnischer Sicht alleine schon sollten wir jetzt auch eine deutliche, massive Korrektur so langsam bekommen. Und dazu gibt es natürlich auch fundamentale Gründe, denn erst kürzlich hat die Internationale Energieagentur, die IAEA, ihre Prognose für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Und in der Vergangenheit ging man noch davon aus, dass der weltweite Gasverbrauch um rund plus 1% im zweiten Quartal weiter ansteigen würde. Das hat man jetzt revidiert auf knapp über 0%. Und dazu kommt auch, dass wie angekündigt der IWF, der Internationale Währungsfonds, seine Prognose für das weltweite Wirtschaftswachstum auch korrigiert hat. 0,8% runtergenommen hat man da. Man erwartet noch ein weltweites Wirtschaftswachstum von rund 3,6%. Ob die Situation in China da schon mit eingepreist ist, das kann ich mal momentan noch nicht so wirklich sagen, denn in China geht man von einem Lockdown in den nächsten. Das heißt, auch China hat weniger Verbrauch an Öl und Gas. Das heißt, die gesamte Wirtschaft, die wird ein bisschen eingedampft. Wie weit das noch geht, auch das bleibt abzuwarten. Und dementsprechend natürlich ist die Nachfrage nach Gas deutlich geringer, genauso wie nach Öl. Denn viele Industriebetriebe erzeugen Strom eben auch durch Gas. Und das wird dann weniger nachgefragt, wenn weniger produziert wird. Beim Öl sehen wir schon, da ist der Preis schon ein bisschen unter Druck gekommen. Wie es jetzt bei Gas weitergehen könnte, schauen wir uns jetzt an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's. Starten wir direkt durch im Wochenchart und verschaffen uns zunächst erstmal einen Überblick. Ja, wir sehen klipp klar, wir haben hier einen Aufwärtstrend, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das ist äußerst eindeutig und wir sehen natürlich auch diese massiven Preisanstiege hier der letzten Wochen. Also das hatte schon wirklich eskalierenden Faktor hier. Auch die Vorwoche, da hatten wir ein absolutes Top bei über 8 Dollar markieren können. Dann im weiteren Verlauf allerdings ist der Kurs auch wieder eingebrochen. Was mich charttechnisch jetzt hier so ein bisschen stört, ist, dass diese Kerze nicht diese Kerze vollständig umschlossen hat. Das wäre nochmal aus charttechnischer Sicht nochmal ein deutlicheres Signal, dass es hier durchaus jetzt zu einer Korrektur kommen könnte. Was wir aber sehen können, ist, wenn wir das Fibonacci Erweiterungstool hier mit einbeziehen, und zwar aus dieser Bewegung heraus, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja, das ist das Ausdehnungsziel hier auf der Oberseite bei 7,72 US-Dollar, dass das abgearbeitet worden ist. Dementsprechend gar nicht so verwunderlich, dass dann hier ja, Gewinnmitnahmen, wenn man so will, eingesetzt haben, also dass dann die Verkäuferseite ein Stück weit Überhand gewonnen hat. Und damit haben wir auch den eine Unterstützung hier im folgenden Bereich. Und zwar hier mit den ehemaligen Hochs. Ich habe hier mal ein bisschen angepasst bei rund 4,73. Widerstand auf der Oberseite. Momentan natürlich hier im absoluten Top-Bereich bei rund 8,14 US-Dollar. Ich habe den Chart jetzt mal ein bisschen deutlich kleiner gemacht. Ich hatte es ja zu Beginn des Videos auch schon mal gesagt. Es gibt immer so drei Arten von Preisen. Zum einen die Preisuntertreibung, die Preisübertreibung und das sogenannte Fair Value. Naja, und was wir hier sehen, ist natürlich, dass wir hier eine Preisuntertreibung hatten im März 2020. Das heißt, man hat den Preis deutlich nach unten gedrückt. Dann ging das Gummiband auf die andere Seite, wenn man so will. Jetzt sehen wir momentan natürlich hier, ich mache es nochmal größer, eine Preisübertreibung. Und für mich ist das Fair Value, also der gemittelte Preis, den würde ich hier grob in diesem Bereich 2,348, 3,23 lokalisieren wollen. Zum Zweiten haben wir auch den kleinen Durchschnitt, der von unten hier heranrauscht. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir über die Wochen, über den Sommer erleben würden, dass der Preis hier massiv einbricht und eben sich wieder
ihn dieses Fair Value bewegt. Ja, Blick in den Tageschart. Und da sehen wir, wie hier vom Fair Value aus quasi der Preis dann wieder trendartig nach oben angelaufen ist. Wir sehen es ja hier, die Bewegung, Korrektur, dann neues Hoch, Korrektur und dann ging es recht steil nach oben. Und jetzt hier bröckeln die Preise wieder nach unten, auch in Verbindung oder selbst in Verbindung mit der Ankündigung, dass Russland kein Gas mehr nach Polen oder nach Bulgarien liefert. Also haben wir hier keine extremen Preissprünge momentan hier im Blick. Und wir sehen auch, das ist auch sowas Typisches, dass wir hier vom gleitenden Durchschnitt recht weit nach oben rausgelaufen ist. Also das sollte den Preis jetzt erstmal wieder ein bisschen nach unten ziehen. Widerstand auf der Oberseite auch hier im Tageschart rund 8,14 US-Dollar. Unterstützung auf dem Weg nach unten. Würde ich ansetzen wollen im Moment hier in diesem Bereich bei 5,14 US-Dollar. Wir sehen es hier wieder Unterstützung, Widerstand, ja, immer wieder Widerstand, hier Widerstand, kurzfristige Unterstützung. Also, dass dieser Bereich zunächst erstmal angelaufen wird, das wäre jetzt so mein präferiertes Szenario, dass wir hier relativ zügig nach unten wegkommen, hier mit dem kleinen Durchschnitt diese Kreuzunterstützung bekommen und dann nochmal eine Gegenbewegung einleiten, vielleicht nochmal so grob in dem Bereich 6,74, sogar 6,96. Wie gesagt, das ist mein präferiertes Szenario hier, aber Unterstützung, die haben wir jetzt erstmal hier im Tagesschart bei 5,14 Dollar. Ja, schauen wir auf die aktuelle Situation im Stundenchart und da haben wir schon den Wechsel von Auf- zu Abwärtstrend. Wir sehen jetzt hier Bewegung, Korrektur, Seitwärtskorrektur, Bewegung und dann sehen wir hier, dass diese ganzen Unterstützung nach unten abgearbeitet worden sind. Dann die Korrektur, Bewegung, wie auch hier kurzzeitig unterm gleitenden Durchschnitt waren. Also aus meiner Sicht ist das immer dann mit der Präferierung für die Short-Seite verbunden. Und jetzt sehen wir hier also tieferes Tief. Und wir sehen tieferes Hoch. Das heißt Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und hier sehen wir eben jetzt diese Korrektur aus dieser letzten Bewegung, die auch recht deutlich war. Wir sehen es hier immer wieder mit starken Abschlägen, die Korrekturen eher kurz, auch hier die Erholungsphasen ein bisschen durchwachsen. Wir machen es mal größer, sehen wir es besser. Also da sehen wir schon, dass immer wieder Abgabedruck draufkommt, auch wenn das hier sich so ein bisschen jetzt gedreht hat. Hier haben wir wieder ein bisschen Schwäche reinbekommen, also es war da nicht mehr so ganz impulsartig. Also mal abwarten, Aufwärtstrend hier in der Korrektur zum Abwärtstrend. Jetzt haben wir den hier gebrochen, das heißt, wir müssten hier nach unten durch, nochmal nach unten durchschlagen, nochmal korrigieren und dann Trend wieder aufbauen, um dann eben hier in dieses Tief, in die Zone des Tiefs zu laufen, in der Hoffnung und Erwartung, dass sich dann der Abwärtstrend weiter fortsetzt. So, was haben wir hier? Die 6,37. Schauen wir mal nach Unterstützung. Ich würde es ein bisschen anders ansetzen wollen. Ein bisschen weiter ranziehen. So, grob hier in diesem Bereich. Unterstützung, Widerstand, Unterstützung. Wir sehen auch hier, da ist Schub in den Markt gekommen. Also da gab es Push nach oben ab diesem Bereich. Kam Lunte unten drunter, also richtig Schub. Das heißt, wenn wir hier den Abwärtstrend fortsetzen, hier ein bisschen schauen, da ist eine durchaus mögliche Unterstützung bei 6,38. Von wo aus nochmal eine Gegenbewegung dann entsprechend einsetzen könnte, wenn wir dieses Szenario hätten. Aber aktuell hier Stand jetzt, Widerstand, Oberseite, den würde ich so grob in diesem Bereich packen wollen. Ja, vielleicht einen Schluck höher. So, das traue ich dem durchaus noch zu. Bei 7,37, das heißt, wenn wir hier nach oben durchschlagen, fulminant, hier sehen wir es eben mit diesem langen Loch nach oben. Da gab es hier Abgabedruck, da sind Verkäufer in den Markt reingekommen. Also dieser Bereich, der wäre dann spannend für mich jetzt erstmal als charttechnische Widerstandsmarke. Aus charttechnischer Sicht scheint da momentan zunächst erstmal auf der Oberseite ein Stück weit der Deckel drauf zu sein. Das Ganze bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Zumindest haben wir uns jetzt erstmal für die nächsten Wochen, Tage und Stunden vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tageschart und im Stundenchart. Denkt aber bitte mal dran, alles, was wir im Chart so besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um eine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal direkt zu abonnieren, dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.